Ja, moin zusammen. So, jetzt werden einige denken, warum zum Teufel hat er das Auto zerdeppert? Nein, der Kater war nicht drin, als das passiert ist. So. Folgendes. Ja, der Wagen hat Rost. Aber der Wagen ist grundsätzlich gesund. Hier unten sieht man zum Beispiel in dem Bereich, das hier ist der Seitenaufprallschutz. Der schützt euch. Ich habe schon gesehen, wie Menschen diesen Seitenaufprallschutz rausgenommen haben, um eine Musikanlage zu installieren. Kein Scherz, damit hier Lautsprecher reinpassen. Schweller. Der Innen- und der Außenschweller halten die ganzen Sachen. Das sieht man jetzt hier. Das ist, das meine ich mit sicherheitsrelevant. So, jetzt. Die Tür öffnet sich. Das ist eh ein Schrottauto. Hier sieht man die Karosseriestruktur. Machst du in so einem Auto Mist, fährt die Karre durch und bleibt nicht hier außen stehen. Das ist das Problem an der Sache, wenn man falsch schweißt, wenn man keine Ahnung hat, wenn man irgendwas zusammenlötet. Falsche Temperatur, zu wenig Gas und so weiter. Die Schweißnähte oxidieren und so weiter und so weiter. Das Auto hier ist gesund. Ja. Tür öffnet sich, Tür schließt sich wieder. Ja. Das ist bis hier oben reingegangen. Gucken wir uns das mal an. So, hier ist nichts verbogen, hier ist nichts kaputt. Ja. Trotz der extremen Aufprallgeschwindigkeit. Ich wollte mich jetzt nicht selbst umbringen, deswegen so wahnsinnig schnell war es nicht. Man sieht, denke ich mal, schon ganz gut, Radläufe. Hier fängt es an, schwierig zu werden, sieht man. Aber das ist noch stabil, das ist kein Scherz. Das hier ist immer noch stabiler als schlecht zusammengeschweißt. Gesunde Autos halten so etwas aus. Falsch geschweißte Autos. Und da sitzt ein Kind. Nehmen wir mal den Dom hier. Der ist sehr, sehr, sehr wichtig für die Steifigkeit. Da sitzt sein Kind. Ist tot. Fährt hier einer auf die Ecke, ist das Kind tot. Ende. Das war's. Hat man dann immer noch große Klappe im Internet? Tja. Ich zeige euch gerne mal ein Polo, ach, ein Lupo oder ein Polo. Ich muss mal gucken, was ich in der Bildergalerie habe. Die schlecht geschweißt sind. Hier geht das innen weiter. Hier oben ist der Dom. Da ist der Dom. Auch das nimmt Kraft auf. Schweißt man das durch und punktet das nicht, reißt das in einem Stück ab und die Karre ballert dir auf das Kind. Oder wer auch immer da hinten sitzt. So. Alles muss Kräfte aufnehmen. Jetzt seht ihr das hier oben. Ihr habt gesehen, das war nicht wahnsinnig schnell. Es gibt ja immer diese Experten, die behaupten, ja, der ist mir mit 100 reingefahren. Alter, wenn er mit 100 reingefahren ist, selbst bei einem gesunden Auto, steht er hier hinten. Dann steht der hier mit 100, überlebst du das nicht. Das war's. Keine Legenden bilden. Auch das mit dem stehen gebliebenen Tacho ist Schwachsinn. Das heißt gar nichts. Tachos bleiben nicht da stehen, wo der Unfall war. Das könnt ihr euch abschminken. Das kann auch durch den Aufprall hochgeknallt sein. Das ist Blödsinn. Guckt euch Crashtests an.
30, 50, was das für Auswirkungen hat. So. Und hier sieht man schon, das ist bis ins Dach gegangen. Und so verteilt sich diese Kraft. So, ich knall hier unten rein. Sogar die Türspalten stimmen nicht mehr. Vorher haben die gestimmt. So, das knallt bis hier oben rein. Weiß nicht, ob man das so richtig sieht. So. Sorry für den Wind, den kann ich nicht abschalten. So, und wenn man irgendetwas hier reinschweißt, nicht fachgerecht, durchgeschweißt, dann noch mit Flicken drauf, ist euer Kind tot. Scheißegal, ob da jetzt ein Kindersitz drin ist oder nicht. Sind euch eure Kinder eigentlich völlig egal, oder was? Das verstehe ich wirklich nicht. Das hat mit Normen auch nichts zu tun. Das hat nichts mehr mit Normen zu tun. Das hat auch nichts mehr damit zu tun, dass man unbedingt klugscheißert oder alles fachgerecht machen muss, zwanghaft. Nein, es geht darum, dass man es vernünftig macht. So, dieser Aufprall, den sehe ich hier drin. Hier ist Verzug drin. Dann hat sich das übers Dach verteilt. Bis hier oben, hier ist die große Welle. So. Ne? So verteilt sich die Kraft. Weil dieser Dom da drin punktgeschweißt ist. Ne? Die andere Baustelle, wäre der durchgeschweißt, wäre diese Geschichte jetzt durchgeschweißt und zu steif, wird diese Kraft nicht mehr abgebaut und der Kollege, der hier sitzt, knutscht einmal kräftig die Seitenscheibe, weil die Kraft nicht mehr abgebaut wird, das Auto zu steif ist und die Schulter, die Hüfte und den Rest könnt ihr dann auch in die Ecke schmeißen. Das war's dann. Ne? Das sind das nächste Jahr erstmal Krankenhaus und Reha angesagt. Ne? So, ich glaube, von hier sieht man es besser. Klar. Seht ihr das? Und das war nicht schnell. Das war nur die Einfahrt rauf und runter. Handlungen haben Konsequenzen. So ist das halt. Ich weiß ja, was bei mir und dort, ich werde den Namen jetzt nicht nochmal nennen, sonst kommen noch mehr Intelligenzallergiker angelaufen und müssen ihr Bla verteilen. Ja, okay. So ein Schweller. Mit dem Innenschweller zusammen. Ihr habt sicher schon mal die Struktur gesehen mit so einem Innenschweller. Ich blende euch den mal ein. So. Der Innenschweller hat eine gewisse Struktur, damit er Kraft abgeben kann. In die Richtung und in die Richtung. Bekommt das Auto jetzt von vorne einen Schlag hier auf diese Rahmenspitzen, wo jetzt praktisch die Stoßstange praktisch drin sitzt, ne? Die Rahmenenden, wo das Prallelement, so, jetzt habe ich das Wort gefunden, das Prallelement gesetzt wird. Wird die Kraft übertragen über diesen Dom. Der Dom hier im vorderen Radhaus ist das erste Element, was Kräfte aufnimmt. Zweites Element, A-Säule, verteilt nach oben, nach unten. Nach oben geht ins Dach, logischerweise. Habt ihr gesehen, selbst auf dem Seitenaufprall habt ihr im Dach eine Delle. Zweite Variante, beziehungsweise zweiter Kraftfluss, geht hier unten in den Schweller. So. Und bei dem Auto, was ihr gerade gesehen habt, wurde ganz offensichtlich die Struktur des Schwellers geschwächt. Wir kennen ja alle diese über den TÜV Bratereien mit den kleinen Flicken oder sowas in der Richtung. Ne? Ja. Man tauscht den ganzen Schweller aus. Ganz einfach. Das Stück vom Radhaus hinten, diesen Türausschnitt, bis hier vorne hin. Kotflügel runter, darunter vernünftig verschweißen und punktschweißen. Man kann angleichen, durchschweißen. Da wird auch gepunktet und danach verzinnt.
Quarzin könnt ihr bei mir auf dem Kanal sehen. Ja, das ist die einzige fachgerechte Reparatur. Diese ganzen Flicken, ja, der TÜV lässt das durch. So, und jetzt nochmal zum Thema TÜV. Wenn der TÜV das abnimmt, dann ist das in Ordnung. Nein, absolut nicht. Wenn der TÜV etwas nicht sieht, und das nennt man eine zerstörungsfreie Kontrolle, die schneiden ja nichts auf. Und wenn man nichts aufschneidet, sieht man manche Sachen einfach nicht. Und manche Sachen gehen den Leuten einfach mal durch die Lappen. Das nennt man Eigenverantwortung. Sobald du beim TÜV weg bist und du hattest TÜV, beziehungsweise hast die Hauptuntersuchung bestanden, bist du ganz alleine verantwortlich für dein Auto. Ganz alleine. Und dich nageln sie an der Wand, wenn du damit Scheiße gebaut hast. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Ich kenne genügend Leute, die ihr Leben lang zahlen müssen, weil sie Mist gebaut haben, und also in ihrer eigenen Werkstatt und keine Berufshaftpflicht hatten. Ja. So. Thema Seitenaufprallschutz. Ihr seht das hier. Dieser Seitenaufprallschutz ist zusätzlich dafür da, um die Kräfte der A-Säule des Schwellers rüber zur B-Säule zu leiten. Die B-Säule knickt dann, ne, ins Seitenteil übers Dach. Wieder einmal die Kräfte werden von da aus abgeleitet. Ne? Ist ja relativ einfach nachzuvollziehen. Wenn der Schweller hier oben zum Beispiel geschwächt ist und der Seitenaufprallschutz in der B-Säule keine Verankerung mehr findet, weil die B-Säule irgendwo geschwächt ist, ist dieser Aufprall da drin im Sitz. Dann findet der an deiner Schulter und an deiner Hüfte statt. Ja, das ist genau exakt das Problem, was ich mit der ganzen Sache habe. Ich mache schon seit Ewigkeiten Unfallrekonstruktionen für einen Gutachter. Und ja, ich zeige euch das. Das ist auch gerne, das ist mein Polizeiwagen, wo einer gesagt hat, ja, der hat mich gerammt. Ja, konnte aber nicht sein. Ja, weil wir da eine Gegenüberspellung gemacht haben. Das Auto ist da maximal reingerollt. Ja. Praktischerweise war es auch ein Land Rover. Ja, da haben wir auch gleich mal das... ein identisches Fahrzeug besorgt und ja, haben den Unfall nachgestellt. Ich blende euch das mal ein. Also, wir haben die Aufnahmen von dem Polizeifahrzeug. Dann sind wir zu einem Autohaus gefahren, welches die Polizeifahrzeuge versorgt. Haben uns in dem Fall einen Zivilwagen genommen, haben die Höhe ausgemessen, haben uns auf eine Autoverwertung ein anderes Auto gesucht, ein Ford Escort, haben die Reifen, Luftdruck ein bisschen gesenkt, damit die Höhe eigenermaßen übereinstimmt. Und siehe da, der Aufprall kann so nicht stattgefunden haben. Ergo, das Ganze, die ging vor Gericht und wurde eingestellt. In dem Bezug. War noch andere Streitigkeiten, aber naja. Okay, das war es erstmal von hier. Ja, der Unfallgegner. Ich habe die Scheinwerfer übrigens vorher ausgebaut, damit ich nicht alles voller Glasscherben habe. Gott sei Dank hat der Arosa noch Glasscheinwerfer. Ja. Hier ist es halt die relativ stabilste Stelle am Auto.
Autos sind ja meistens dafür konstruiert, um Frontalaufprall-Situationen gut zu überleben. Der Aufprall hier stattfindet, hier drin ist ein Prallelement, hier sieht man es. Verteilt die Kraft rechts und links auf die Rail, also auf den Rahmen, wo auch der Motor drauf sitzt. Das geht, das dürfte jetzt schon verbogen sein. Ich werde jetzt nicht die ganze Karre zerlegen. Deswegen ist es auch immer schwierig, an den Dingern rumzuziehen. Ich mag Arthur Tussig zum Beispiel. Das ist ein absoluter Künstler. Aber schwierig, ne? Hier und da. Was er da wieder gerade macht. Zum Thema Whataboutism. Ja. Ich habe erstens mal nichts gegen Hobbyschrauber. Ich kenne genug Leute. Wie gesagt, ich habe es sogar in meinem Video gesagt. Manche Leute haben so schwer vom Begriff. Ich glaube, das ist echt eine Generation, noch eine weiter. Und die Leute laufen mit einer Rassel durch den Wald. Zu der Whataboutism. Ja, ich weiß, das ist in Castrop-Rauxel ist auch noch einer irgendwo. Der schweißt auch. Der macht das total schlecht. Das hat aber mit dem Sachverhalt nichts zu tun. Ne? Whataboutism ist die dümmste Art der Argumentation. Wenn jemand Mist baut, baut jemand Mist. Punkt. Ne? So. Die andere Sache ist, ich wäre nicht diplomatisch. Ja, scheiß die Wand an. Ich war in meinem Video so dermaßen diplomatisch, dass meine Frau mich angeguckt hat, sag mal, was stimmt mit dir nicht? Hast du eine ganze Packung Blutdrucktabletten gefressen oder was? Ich bin nie diplomatisch. Das war verdammt diplomatisch. Die meisten meinen ja auch, es war sachlich und ruhig. Die anderen sind halt in halbschwule Seelenauer verfallen, weil ich ihr Idol angeprangert habe. Muss man halt durch. Ne? Wie man jetzt hört, spreche ich ganz normal und von der Leber weg. So bin ich nämlich normalerweise. Und ja, meine Angestellten bekreuzigen sich, wenn ich morgens in die Firma komme. Mache ich jetzt nicht mehr, ich bin in Rente. Aber glaub mal, die hauen mir genauso Sprüche rein, wie ich ihnen. Also anders möchte ich das auch gar nicht haben. Wir sind unter Männern und nicht unter Mädchen. Das ist lächerlich, was ihr da in den Kommentaren treibt. Ja. Und jetzt heul doch. Ich habe ein Kritikvideo gemacht. Geh auf die Kritik ein. Geh auf das Video von ihm ein. Wenn du das normal findest, bist du dumm. Fertig. Ja, aber der hat was gegen Hobbyschrauber. Nee, habe ich nicht. Ich habe nichts gegen Hobbyschrauber. Habe ich im Video auch gesagt. Ich kenne genug Ungelernte, die lasse ich unbesehen an mein Auto. Wenn aber einer davon Scheiße baut, sage ich das. Punkt. Ich weiß nicht, was mit dieser Generation los ist. Dieses ständige Gejammer, Genörgel, Gewinsel und und da hinten ist aber was anderes passiert. Und wenn sie von der Polizei angehalten werden, aber der da vorne war auch schnell. Ja, hallo? Meine Fresse, ey. Lasst euch mal ein paar Eier wachsen. Ich weiß, Ruhrgebietsmenschen sind, vor allen Dingen, wenn sie in meinem Alter sind, sind für Leute ab hier ostwärts ganz stark traumatisierend. Ich weiß. Ja, weil sie nicht hinterfotzig sind, weil sie nicht hinterm Rücken reden, so wie sie hier alle reden. Ne? Weil sie direkt und geradeaus sind, weil sie dir ins Gesicht sagen, dass du scheiße bist, wenn du scheiße bist. Ne? Das ist einfach so. Ja. Das war ein diplomatisches Video. Ich war sowas von ruhig und sachlich. Ich könnte jetzt noch kotzen, wenn ich mein eigenes Video sehe. Ehrlich. Ja. Da muss man nicht gleich zu Mama rennen und der hat aber... Ja, tut mir leid. Werdet erwachsen, lernt Schrauben und vor allen Dingen, jetzt kommt das Geilste. Es gab ja die ganzen 20, 30, 50, 70, 80 Jahre Berufserfahrung haben den Mechaniker, die wahrscheinlich alle 16 sind, die das auch schon immer so machen. Ja, deswegen haben gewisse Werkstätten auch einen beschissenen Ruf. Ganz einfach, weil ihr es immer schon schlecht macht. Und mein Papa hat das auch schon immer, Scheiße gebaut. Das muss man einfach so sagen. Ich habe meinem Vater auch ins Gesicht gesagt, pass mal auf, das ist Scheiße, mach halt anders. Der wusste aber, ne, wo es langläuft. Wenn ich ihm das sage, das ist Scheiße, mach das anders, er wusste, dass ich vom Fach bin. Wenn ich meine Steuern mache, dann hat er mir genauso gesagt, pass auf, das ist Scheiße, mach das anders. Dann habe ich das gemacht.
Ja, manche Leute brauchen einfach deutliche Worte. So. Offensichtlich, ich habe keine Ahnung, was mit euch nicht in Ordnung ist. Also mit diesen Leuten, die da kommentiert haben. Meine Tochter hat, ich glaube, 80, 90 Kommentare rausgeschmissen, weil die völlig hirnlos noch nicht mal das Video von Ronny verstanden haben. Die haben noch nicht mal sein Video verstanden. Dann hat mein Idol angegriffen. Ja. Kauf dir eine Ritterrüstung und reit auf den Pony weg. Mir ist scheißegal. Aber geh doch anderen Leuten nicht mit deinem Blödsinn auf die Eier. Ernsthaft. Ich sag ja, selbst im Ruhrgebiet gibt es keine Ruhrgebietsmenschen mehr. Ja, und wir sind, glaube ich, die letzte Generation. Das ist einfach so. Und solche Leute gibt es offensichtlich so selten hier in der Gegend, dass alle sofort zum Therapeuten rennen, sobald man mal irgendwas sagt. Kenne ich hier auch. Ja. Selbst die Polizei, als sie uns das erste Mal angehalten haben, der war auch schwer traumatisiert. Da muss er durch. Mittlerweile weiß er, wer ich bin. Aber die ersten paar Male, da wusste er schon, sah schon sehr entsetzt aus, dass da nicht dieses Arschkriechen um die Ecke kommt, ne, was hier so üblich ist. Ne? Polizei hinten reinkriechen und sobald die Polizei weg ist, ja, die hau ich auf die Fresse, wenn der heute Abend, bla bla bla. Ja, so sind sie halt, ne? Wie hieß das nochmal? Generation Schneeflöckchen? Die Kritik-Hater? Ja, hat einer in die Kommentare geschrieben. Das ist die Generation Schneeflöckchen. Genau die sind das. Generation Schneeflöckchen. Lasst euch Eier wachsen, Leute. Hm? Und zieht mal den Kopf aus dem Arsch. Auch immer ein guter Rat. Einfach mal den Kopf aus dem Arsch ziehen und vielleicht mal drüber nachdenken. Ist das vielleicht totaler Bullshit, was ich da gerade erzähle? Dann nochmal drüber nachdenken, den Scheißefilter im Hirn aktivieren und wenn dann nichts bei rauskommt, ne, dann war es ein Hirnfurz. Ganz einfach. Nicht reden, nicht schreiben, wenn nichts Sinnvolles rauskommt. Das ist der sogenannte Scheißefilter, den man im Hirn haben sollte. Hm? So ist das halt. So, und jetzt zu etwas völlig anderem. Ja, wie man unschwer erkennen kann, sitze ich im Lupo. Wir haben hier bekommen mit 461.515, meine ich. Ich blende euch das Video einfach ein oben. Guck einfach oben, drück da drauf, dann weiß man es. Habe ich jetzt gerade nicht präsent. So, wir haben auf jeden Fall über 2000 Kilometer jetzt mit dem Auto abgerissen. Kleines Fazit. Die Tankfüllung ist immer noch GTL. In den letzten Zügen, aber es ist GTL. Ja, reden wir mal von kurz vor Reserve bei 687 Kilometern. 36 Liter Tank. 36 Liter, das wären 720 bei 5 Liter. Ich denke mal, das schaffen wir. 720 ist ja nicht mehr weit. Reden wir mal von 4, 5 Litern, da war jetzt ziemlich viel Autobahnanteil bei. Ja, das kann man wohl durchaus durchgehen lassen. Ja. Wir wollen nachher mal gucken, was die Autobahn-Performance macht mit dem letzten Schlückchen hier. Sie nur noch mal eben auslesen. Ja, Fazit. Was ist passiert? Oder was ist kaputt gegangen? Ihr habt gesehen, die Vorderachse habe ich komplett neu gemacht. Ja, auch Tutorial für Menschen, die es nie auf die Reihe kriegen werden. Blende ich euch ein. So macht man das und nicht anders. Das macht man auch auf der Bühne nicht anders. Wenn man das nicht so macht, macht man das schlecht. Ich weiß, da drüben in Castrop-Rauxel ist auch noch einer, der macht das auch schlecht. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass man das dann selbst schlecht macht. Hm? Ablenken ist immer schlecht. So, wollen wir mal auslesen. So.
Ja, das dauert jetzt wieder ein halbes Jahr. Mein Scherz. Halbes Jahr natürlich nicht. Ja, was ist kaputt gegangen? Luftmassenmesser, habt ihr gesehen, habe ich ausgetauscht. Der wurde gemeldet. Bei dem Luftfilter hat mich das nicht gewundert. Wartungsmangel. Der Luftfilter wurde nicht getauscht. Kann ich ein bisschen nachvollziehen, nachdem ich den Luftfilter selber gesucht habe, wie ein Idiot. Das ist unglaublich, dass er von unten gewechselt wird. Das ist, war ich nicht drauf vorbereitet, muss ich ernsthaft sagen. Ja. Okay, gewechselt. Dann kündigt sich bei so einem kaputten Luftfilter, kündigt sich am Ende der Luftmassenmesser irgendwann an. Der wird gesandstrahlt, da kommt Dreck rein. Ich habe den auch behalten. Ich denke mal, dass der nicht wirklich kaputt ist, sondern verschmutzt ist. Ich habe von Pierburg jetzt einen neuen eingebaut. Und ich will bei dieser Gelegenheit mal gucken, was er denn für Auer hat. Wir machen einen Komplett-Scan, natürlich. So, System scannen. So, jetzt zeigt er mir an, welche Steuergeräte da sind. Was haben wir denn da? So, jetzt haben wir hier Steuergerät kodieren etc., Werkstattcode und so weiter, ne? Nix. Finde ich gut. Dann brauche ich auch nichts löschen. Na du, beeil dich mal ein bisschen. Was ist jetzt gerade noch wichtig? Zentralverriegelung interessiert mich nicht. Werkversicherung geht offensichtlich, funktioniert die. Schalttafeleinsatz, da kann hier und da mal Blödsinn passieren. Nix. Das ist das Einzige, was mich an dem Gerät so ein bisschen nervt. Vorwärts rechnet der ganz gut, aber rückwärts ist er teilweise echt ein bisschen lahmarschig. Bremse, mal gucken, was das ABS sagt. Auch nichts. Okay, keine Fehlermeldung. Wie gesagt, wir haben jetzt so. Wir haben jetzt ein bisschen über 2000 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt. Luftmassenmesser habe ich gerade angesprochen. Der war durch. Der Fehler kam nicht wieder. Also war es wahrhaftig, der Luftmassenmesser. Muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Wie gesagt, bei Mercedes ist es meistens das AGR-Ventil, wenn der Luftmassenmesser angezeigt wird. Bei ihm hier, der zweite Defekt war die Servopumpe. So, und seitdem, wie gesagt, das Ding hat fast eine halbe Million Kilometer runter, seitdem macht er keine Ärger mehr, ne? Keinen großartigen Ärger. Ja, natürlich sieht er nicht aus wie ein Neuwagen, das ist mir auch ziemlich Latex. Die Scheibe ist immer noch im Eimer. Hier sieht man es ganz gut. Werde ich jetzt bei nächster Gelegenheit machen, weil bis April hat er noch TÜV. Heute ist der zweite, glaube ich. Ja, das wird jetzt noch passieren, aber jetzt müssen wir erstmal los. Oh, das war auf dem letzten Drücker. Ich brauche eine neue Batterie, fällt mir mal so auf. So ganz taufrisch ist die nicht mehr. Ja, die Frage, die sich stellt, ist eigentlich, was kann das Auto noch nach knapp einem halben Million Kilometer? Auf der Landstraße, ja, wir sind in Tankreserve, ich weiß. Auf der Landstraße ist er jetzt nicht so wirklich zu Hause, habe ich manchmal das Gefühl. Wir sind gerade auf der Landstraße.
wenn man Gas gibt, bei 2000 Umdrehungen kommt der Turbo. Also ist man schnell zu schnell. Es gibt einen Umbausatz auf einen längeren fünften Gang, hat man mir mal gesagt. Wäre jetzt gar nicht so schlecht, glaube ich. Wenn wir auf der Autobahn sind, werde ich mich melden und dann, ja, dann sehen wir mal, was er wirklich kann. So. Jetzt sind wir auf der Autobahn, beziehungsweise ist die Autobahn-Einfahrt. So bei 2000 Umdrehungen kommt der Turbo, so bis 3000er Leistung und dann direkt durchschalten. Das Ganze läuft auch ein bisschen als Eingangsmessung, weil wir wollen noch optimieren. Und schon wieder 100. Toll. Baustelle. So, danach ist aufgehoben. Relativ deutlich, was ich meine damit, dass der Wagen sich auf der Autobahn wesentlich wohler fühlt. Zeit ordentlich Feuer gekriegt und ja, jetzt ist auch Zeit. Bei Schieben habe ich keine Lust zu, deswegen tanken wir jetzt einfach mal. Bei 1,97.
Komm, ich hau mal richtig einen raus, 20 Euro. Na, treffe ich? Nein, natürlich nicht. Egal, zwar eh mit Karte. 20 Euro getankt. Mal gucken. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Okay, ab nach Hause. Ja, ich denke, zusammenfassend können wir sagen, das GTL-Zeug ist hier völlig ohne Zwischenfälle durchgeflossen. Hatte Leistung, kein Mehrverbrauch festzustellen. Wie gesagt, wir haben das Ding ganz schön geprügelt teilweise. Mal gleich mal den Verbrauch ausrechnen. Ja. Wie gesagt, mir fällt nichts ein. Also das GTL-Zeug ist wirklich, außer dass er wirklich besser angesprungen ist, also leichter angesprungen ist, ist mir nichts Großartiges aufgefallen. Ganz nett. Mal gucken, wann wir das erste Mal die E-Fuels in die Finger bekommen. Das würde mich interessieren. Der gute Steffen hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, dass er mir was in den Briefkasten geworfen hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Gerade er ist wieder nach Hause gekommen. Ah, Amazon. Ja, und der gute Carsten hat gerade die Nachricht gekriegt, dass die Lampe, die er für mich bei Amazon bestellt hat, hier abgegeben wurde, geliefert wurde. Ja, aber nicht hierhin. Ich finde sie nicht. Sehr eigenartig. Ja, so ist das halt. Mal eben gucken, was da Schönes drin ist. Genial. Ja, die hat er von der Amazon-Wunschliste bestellt und die kam hier nicht an. Siehe dazu auch Carsten, der mir die Lampe geschickt hat, kam hier nicht an. Wird allerdings ein bisschen schwierig werden, von Nürnberg aus die Sachen hier mal eben hinzubringen. Das wird unterdurchschnittlich gut funktionieren. So, der Tag ist eigenermaßen zu Ende. Ich habe Kohldampf. Drinnen wartet schon ein Dreierpack Steaks quasi auf die neue Pfanne. Ja. Was soll ich sagen, ne? Ich wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche. Man sieht sich im nächsten Video. Lasst euch nicht ärgern. Ich lasse mich garantiert nicht ärgern. Ja. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Schönen Sonnenuntergang noch für euch. Ist doch geil, oder? Okay. Bis dann.